Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem zweiten Teil meines Büchermonats September, den ich ja in geplanter Abwesenheit so ein bisschen ohne Statistik im ersten Teil verlassen hatte. Denn ich war die ersten zwei Wochen des Oktobers im Urlaub und konnte da, dadurch, dass ich die Videos ja trotzdem auch online bringen wollte, ein bisschen vorgedreht habe, im ersten Teil nicht die Statistik erzählen. Das werden wir heute nachholen, denn der Monat war wirklich bombastisch gut. Muss ich ehrlich gestehen. Ich packe euch den ersten Teil mit den ersten 7, 8 Büchern in die Infobox. Schaut super gerne vorbei, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich plane jetzt zumindest, bevor ich in den Urlaub fliege, auch irgendwie so einen Urlaubsvlog zu machen. Ein Lesevlog würde es so oder so geben, aber ich plane auch so ein bisschen was über meinen Urlaub zu berichten. Also abonniere gerne den Kanal, wenn du das da nicht verpassen möchtest. Ja, kommen wir ein bisschen zur Statistik, zur Gesamtstatistik. Ich habe 17 Bücher beendet, zumindest heute. Am Sonntag, den 29. Was soll ich sagen? Ich fliege am 30. los und ja, ich werde am 30. selbst bestimmt auch etwas lesen, aber vermutlich nicht mehr irgendwas wirklich beenden. Also wir fliegen am 30. abends, dementsprechend klammere ich den jetzt hier aus und packe das Buch dann eben einfach rechnerisch in den Oktober. Es ist einfach, wie es ist. Ja, also ich habe 17 Bücher beendet, was knapp 4580 Seiten waren und ich muss echt sagen, durch die Mangas ist diese Anzahl natürlich ein bisschen hochgegangen. Also ich habe 4 Mangas gelesen, das habe ich dir im letzten Büchermonat schon erzählt. Und da merkt man natürlich, dass die Seitenzahl das so ein bisschen drunter leidet, weil ich zähle auch nur die Hälfte der Seiten in den Mangas als gelesene Seiten. Ist einfach meine Rechnung, weil ich finde, dass das dem Ganzen sonst nicht so gerecht wird. Aber ich muss echt sagen, richtig toll. Also 17 Bücher, wirklich richtig cool. Wir erinnern uns, es waren 23 Neuzugänge, also nicht ganz geschafft, aber definitiv nicht zu viel auf dem Sub gelandet. Ja, es sind 8 haptische Bücher gewesen, 2 E-Books und tatsächlich 7 Hörbücher. Und darüber war ich echt erstaunt und habe das wirklich zweimal nachgerechnet und dachte tatsächlich, es waren 7 Hörbücher mit knapp 53 Stunden Hörzeit. Also da habe ich wirklich in den 4 Wochen im September eine ganze Menge gehört und ich muss sagen, wenn ich das so Revue passieren lasse, hatte ich ja Anfang des Monats gleich 2 Teile von einer Reihe gehört, dann jetzt auch gegen Ende habe ich wirklich so eins nach dem anderen weggehört. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte diesen Monat auch einfach Spaß am Hören, ja, muss man sagen. Im Durchschnitt sind wir bei knapp 152 Seiten am Tag und das ist, glaube ich, schon so ein Durchschnitt, wo ich mich immer bewege, irgendwas zwischen 140 und 160. 60 Seiten. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich die ersten 2 Wochen im Oktober ein bisschen besser aussehen von der Tagesseitenzahl, weil ich im Urlaub bin, am Strand bin und da natürlich einfach ein bisschen mehr Zeit zum Lesen habe, beziehungsweise mir diese Zeit dann auch nehme. Obwohl ich ja jemand bin, wenn er am Strand liegt und wir werden auf jeden Fall auch ein paar Strandtage haben, der dann eigentlich lieber aufs Meer schaut und einfach nichts tut und diese Energie wirken lässt, als tatsächlich dann zu lesen. Aber natürlich werde ich ein bisschen mehr lesen, als wenn ich eben einen ganz normalen Arbeitstag hätte. Das Bombastische an diesem Monat ist, dass ich tatsächlich 10 Highlights habe. Also das ist so vom Schnitt tatsächlich richtig, richtig gut, muss ich echt sagen. Ich glaube, es war jetzt nicht runtergerechnet auf die Sterne. Ich bin bei 4,35. War es nicht der beste Monat, aber so von der Anzahl 10 Highlights im Verhältnis zu 17 Büchern, das ist schon richtig, richtig toll. Und klar ist natürlich meine 2 Rereads in diesem Monat, tragen natürlich dazu bei und auch die 4-teilige Manga-Reihe, da waren alle 4 Bände einfach großartig und das ist natürlich schon was, was dann einfach so die Tendenz ein bisschen nach oben bringt. Aber nichtsdestotrotz, es waren Highlights, auch in diesem Part werden jetzt 4 Highlights dabei sein. Ja, ich vermute 4. Und dementsprechend dürft ihr euch hier auf ganz viel Geschwärme freuen. Ja, ich habe schon immer zwischendrin im Monat ein paar Videoschnipsel gedreht, einfach damit die Eindrücke von der Geschichte ein bisschen frischer sind. Und finde ich tatsächlich ein bisschen schöner, wenn ich mal so 3, 4 Bücher zusammenfasse. Das habe ich jetzt für diesen zweiten Teil auch gemacht. Und ihr findet unten wieder einen Zeitstempel, wann eben welches Buch besprochen wird. Auch alle Infos zu den Büchern. Auch den Hinweis, wann ich ein Rezensionsexemplar vorstelle. Sollte ich das im Sprachlichen irgendwie mal vergessen, wenn ich es irgendwie auf meinen Notizen auch nicht aufgeschrieben habe. Und
Ja, also wirklich ein wirklich toller Monat. Ich muss echt sagen, 10 Highlights, das war wirklich der Leseflow schlechthin. Muss ich echt sagen, hat mir echt gut gefallen. Also ist auch rückblickend tatsächlich dieses Gefühl der letzten, ja, 2, 3 Monate, dass das tatsächlich jetzt mal wieder so ein bisschen vorwärts geht. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an den Genres, die ich lese. Wenn man einfach mal weiß, wo man hingehört, dann fühlt man sich da wohl. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Highlight war. Würde ich mich super, super darüber freuen, mit euch in den Austausch zu gehen. Und jetzt starten wir mit dem Monatsrückblick. Und ja, denkt an die Timelines, an die Timesteps. Wenn ihr irgendwas überspringen wollt oder euch ein anderes Buch irgendwie mehr interessiert, schaut da gerne vorbei. Und jetzt kommen wir zu 2 Büchern, die ich zusammenfasse, und zwar das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin, der 3. und 4. Band, insgesamt also der 2. englische Band, wurde von mir auch weiter gereadet. Ja, war ich im letzten Monat ja noch nicht ganz sicher, war ich so frei, bin in die Bücherei gegangen, habe mir einen Büchereiausweis geholt und gesagt, so, ich lese die weiteren Bände, die ich euch einblende, jetzt einfach als E-Book weiter, denn ich habe keinen Platz, um weitere 8 deutsche Bände hier einziehen zu lassen. Aber mich hat es wirklich sehr dahin gezogen. Also es gab wirklich ganz viele Momente, wo ich nach dem August-Reread dachte, liest du weiter, liest du nicht weiter, hast du eigentlich die Zeit, hast du die Lust? Und die Zeit konnte ich nur so bedingt beantworten. Eigentlich habe ich fast 100 Bücher auf den Sub, das heißt eigentlich Zeit ist so relativ. Aber ich hatte wahnsinnige Lust. Ich wollte unbedingt in dieser Geschichte weitermachen. Und so habe ich den 3. Band gelesen, der Thron der 7 Königreiche, und den 4. Band, die Saat des goldenen Löwen. Und ich glaube, im Englischen ist es Clash of Kings, wenn ich mich nicht täusche. Also das kommt, ja, klingt tatsächlich einfach ein bisschen anders. Und ich habe sie als E-Book gelesen und ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Beide Bände sind für mich absolute Highlights. Ich möchte gar nicht so viel über die einzelnen Bände erzählen. Es ist ja auch ein 3. und ein 4. Band und das wäre, glaube ich, einfach blöd. Aber für mich ist das High Fantasy, wie ich es liebe. Wir haben ein mittelalterliches Setting, wir haben tiefgründigste Charaktere mit Motivationen, mit Handlungssträngen, mit Veränderungen, mit einfach toll erzählt. Wir haben großartige Dialoge, wir haben Charaktereinführungen, Weiterentwicklungen, einfach toll. Wir haben verschiedene Perspektiven, die alle anders klingen, die alle andere Blickwinkel auf ihren Bereich nehmen. Ein Bran Stark, der 10, 11 ist, sieht die Welt anders als seine Mutter Catelyn Stark, die auch einen Part der Geschichte erzählt. Sie sehen beide die Welt anders als ein Tyrion Lannister, der, also einfach anders. Sprachlich ist das wirklich unterschiedlich. Man merkt, wo diese Charaktere ihren Fokus hinrichten, wie sie denken, wie sie fühlen, vor was sie Angst haben, was ihnen dann eben auch wichtig ist und das eben auch zum Ausdruck bringen. Also es ist wirklich großartig und ich liebe diesen Stil, ich liebe diese Geschichte. Ich weiß, dass der englische 4. Band nicht so gut war. Ich glaube, das war auch einer, an dem ich am längsten saß, A Feast of Crows. Und ich denke mir so, okay, jetzt machen wir im Oktober vielleicht noch locker, flocker Band 5 und 6. 5 und 6. Mal gucken, wie es dann mit 7 und 8 wird. Aber in der Onleihe hat man ja genug Zeit, um sich die Bücher auszuleihen. Aber ich würde jetzt tatsächlich die bestehenden 10 Bücher, die es eben aktuell gibt, super gerne einfach jetzt tatsächlich so nacheinander ein bisschen weglesen. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil sonst würde ich wahrscheinlich gar nichts anderes lesen, wenn man da einmal drin ist. Und ich blende tatsächlich ganz gut auch die 7. und einfach nicht gelungene 8. Staffel für mich sehr gut aus. Also das klappt im Lesen um einiges besser als tatsächlich beim Serienschauen, was wahrscheinlich am unterschiedlichen Medium einfach liegt. Und ich bin ganz froh, dass ich dieses Ende so abschalten und abschließen aus meinem Kopf kann, weil ich glaube, dass das Buchende einfach anders ist. Ich glaube nicht, dass die Geschichte so endet, wie uns die Serie das erzählen möchte. Ich hoffe sehr. Also ich hoffe, auf George ist dahingehend auch so ein bisschen Verlass. Und ich muss sagen, ich mag das. Ich mag, wie die Intrigen gesponnen wird, wie die Welt weitergeht, wie man erstmal irgendwie denkt, oh, hier haben wir einen Freund und der wird dann zum Feind und wieso benehmen sich Menschen manchmal so? Es gibt kein Schwarz-Weiß, alles ist in Grautönen und ich mag das. Und ich hatte tatsächlich einiges vergessen, auch gerade Dinge, die in der Serie nicht so präsent sind, die einfach großartig sind. Und ich habe da wirklich so wieder mein Buchherz verloren. Und ich möchte mir fürs nächste Jahr definitiv vornehmen, einfach mehr High Fantasy zu lesen, weil das ist
was mein Herz echt höher schlagen lässt, wo ich in den Leseflow komme und einfach mal in einer Stunde 100 Seiten weglese, weil ich so intensiv im Lesen drin bin, weil da ein Film abläuft und einfach alles so perfekt ist. Und das gelingt sehr häufig nur im Fantasy-Bereich. Dabei ist, glaube ich, sogar egal, ob High Fantasy oder Urban Fantasy, das klappt beides gut. Und ja, jetzt kenne ich dieses Buch ja auch schon, ich kenne die Geschichte. Das heißt, ich nehme Dinge ja auch tatsächlich ein bisschen anders wahr. Und es ist aber faszinierend, wie dieser Film einfach läuft und der tatsächlich auch ein bisschen anders läuft, als die Serie mir das erzählen wollte, möchte. Wobei, man muss, glaube ich, schon sagen, dass Staffel 2 und auch anfänglich 3 schon noch sehr nah auch am Buch dran sind. Das muss man echt sagen, dass man manchen Dialog sogar aus der Serie kennt. Also da man sich wirklich noch Zeit genommen hat und ha, es ist einfach toll. Es ist einfach perfekt und ich freue mich ja dann auf Oktober, wenn es weitergeht. Ich bin sehr froh, jetzt die Onleihe zu haben, dass ich die E-Books nicht kaufen muss, sondern mir einfach ausleihen kann und auch das Regal nicht irgendwie vollstelle und trotzdem in den Genuss dieser Geschichte komme. Also ja, richtig, richtig toll. Und ich glaube, für 25 Euro im Jahr, ich glaube, nach 2 Bänden, also habe ich es jetzt gefühlt, glaube ich, schon drin. Ich glaube, der E-Book-Band kostet immer 12 Euro oder 10 Euro. Also ich glaube, beim dritten ist es dann innen. Also von daher alles perfekt und ja, ich bin einfach begeistert und ja, es ist schade, dass das Ende der Geschichte noch nicht da ist, aber trotzdem genieße ich diesen Reread wirklich sehr und für mich beide Bände wirklich ein großes, großes, großes Highlight. Ich hatte bei BookBeat noch ein paar Stunden übrig und da habe ich ein, ja, wirklich sehr kurzes, kleines Hörbuch gehört, der Auftakt einer Reihe und zwar das Nasse Kätzchen von Kelly Kate. Hat mich das Cover total angesprochen. Ich fand das Hörbuch interessant. Es hat nur knapp 150 Seiten, waren, glaube ich, wirklich nur so knapp 3,5 Stunden, hat also ganz gut in meinen BookBeat-Monat noch gepasst. Ich mochte das Cover, ich fand den Klappentext spannend. Bisher gibt es 3 Bücher. Die E-Books sind auch aktuell, ich glaube, so für 2,99 zu bekommen. Und ich glaube, selbst die Taschenbücher liegen nur knapp bei 8 oder 9,99, also auch wirklich sehr günstig. Gesprochen wurde das Hörbuch von Bo Strube. Muss ich ehrlich gestehen, der Name ist mir noch nie irgendwie untergekommen, hat mir aber gut gefallen und ja, passte eben einfach noch in mein Abo, was mich sehr gefreut hat. Das ist ja wirklich so der einzige Nachteil, finde ich, am BookBeat, dass man übrige Stunden nicht irgendwie in den nächsten Monat mitnehmen kann, beziehungsweise man wirklich ausrechnen muss, wie kommt man mit den Stunden hin. Aber ja, ich verstehe natürlich das Konzept dahinter und dass Stunden mitnehmen auch irgendwie schwierig wäre, aber ja, so wären halt irgendwie vielleicht 4 Stunden irgendwie übrig gewesen, weil es gibt halt in der Dauer tatsächlich nicht ganz so viele Hörbücher. Aber so habe ich das ja sehr, sehr gut gelöst. Ja, wir sind hier in Ipswich und ja, sind hier so ein bisschen unterwegs, erfahren recht schnell, dass es hier Hexen und Zauberer gibt, die ganz friedlich eben auch neben den Menschen wohnen. Wir haben so eine Art alternatives England, in dem eben alle wunderbarst nebeneinander herleben. Es aber schon eher Regionen in dieser Stadt gibt oder Ecken, Viertel, wo eben doch eher die magischen ja, Menschen sozusagen unterwegs sind. Eines Abends bei strömendem Regen findet die Hexe Miranda eine weiße, wunderschöne Katze auf der Straße. Sie ist pitschnass und ja, sie nimmt sie mit nach Hause. Die Katze versucht so ein bisschen zu übermitteln, wer sie denn eigentlich ist, denn die Katze ist nicht einfach eine Katze, sondern eine etwas größere Hexe, die im Grunde verzaubert wurde. Und wir erfahren dann eben, dass es noch vielen anderen großen Hexen auf der Welt so gegangen ist, dass sie verschwunden sind, verschollen sind, dass sie gesucht werden und man sich so ein bisschen fragt, wer steckt dahinter, wer hat etwas davon, große Hexen und Zauberer verschwinden zu lassen. So begibt sich Miranda zusammen mit dem Zauberer Nexus ja, hinter das Rätsel zu blicken. Sie suchen nach Möglichkeiten, wer dahinter steckt, was der Grund sein könnte, was es mit der Katze auf sich hat, die einfach weder Thunfisch möchte noch Katzenfutter. Denn ja, eigentlich ist unsere Katze, ja, sie ist Vegetarierin und findet es mehr als widerlich, dass ihr Katzenfutter vor die Nase gestellt wird. Das habe ich sehr, sehr, sehr gefühlt. Wobei sie natürlich als Katze, na, es ist ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall sind die beiden hier unterwegs und wir versuchen gemeinsam das Rätsel zu lösen. Ich muss ehrlich gestehen, mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen. Die 3,5 Stunden waren ratzfatz um und man muss schon sagen, dass es ein sehr offenes Ende ist und man eher das Gefühl hat, dass es eine lange Geschichte ist, wahrscheinlich mit eben 450, 500 Seiten, die dann einfach gedrittelt wurde. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich kann das bedingt ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, man ist vielleicht bei einer etwas unbekannteren Autorin eher bereit, mal in so einen ersten Teil reinzulesen, dafür vielleicht dann auch 3 Euro für das E-Book auszugeben, um dann eben zu sehen, ob ein
werden alle anderen Teile auch gefallen. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich fand aber schade, dass es eben nicht eine echte Trilogie ist, sondern eigentlich mittendrin irgendwo aufhört. Fand ich ein bisschen unangenehm, vor allem, weil es den zweiten Teil noch nicht als Hörbuch bei BookBeat gibt und ich jetzt denke, wie mache ich jetzt weiter? Lese ich jetzt weiter? Warte ich auf das Hörbuch oder wie auch immer? Denn ich muss ehrlich sagen, mir hat der erste Teil so gut gefallen, dass ich hier wirklich so ein kleines Highlight habe, wo ich am liebsten eigentlich auch direkt weiter gehört hätte. Es ist cozy Fantasy, wie ich es persönlich tatsächlich mag. Ich mag Geschichten, die in so einer Art Urban Fantasy Welt sind, wo wir magische Wesen haben, Zauberer, Hexen, wo alles so ein bisschen reinspielt. Ich mochte den Schreibstil sehr gerne. Er ist locker, er ist leicht, er hat Humor, er hat Charme. Ich mochte es, dass wir zwar schon eine Art Perspektivwechsel haben, also einmal sowohl von Miranda Dinge erfahren, als eben auch von unserer Katze Isabel, die eben durchaus auch Einwände einbringt. Es ist nicht immer ganz klar im Hörbuch getrennt gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Schriftbild einen Unterschied gab, aber man hat schon relativ schnell gemerkt, oh, jetzt denkt also die Katze über irgendetwas nach und vermittelt eben und möchte mitteilen, wer sie ist, dass sie eine Hexe ist, dass sie hier Magie wirkt und all ihre Ängste, die sie irgendwie hat, das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Ich mochte auch wirklich den Humor von Isabel, von der Katze sehr gerne. Ich fand diese ganze etwas schrullige Art der Zauberer und Magier richtig, richtig gut und ich fand, es war nicht zu viel, aber es war sehr angenehm. Die Spannung fand ich tatsächlich auch richtig gut aufgebaut für die kurze Zeit, die hier ja was erzählt wurde. Es wurde mit keiner Minute langweilig. Es ist nicht immer viel passiert, aber es war immer aktiv etwas, dass man der Geschichte weiterkommt. Sei es, dass man uns etwas aus dieser Welt erzählt hat, von den ganzen Vergangenheiten so ein bisschen, wie könnte da irgendwas passiert sein in dieser Hexenwelt. Das gefiel mir richtig, richtig gut. Ich mochte auch dieses Zusammenleben zwischen Hexen und Menschen. Ich fand es toll, wie das so ein bisschen betrachtet wurde, uns erzählt wurde. Ich mochte auch das Städtchen Ipswich super gerne. Es war richtig gut besprochen mit allen Eigenheiten und Einwohnern und wie das so ein bisschen abläuft, fand ich richtig, richtig gut gemacht. Es ist natürlich jetzt nicht das krasseste Highlight, es ist nichts ultimativ Neues, aber es war für zwischendurch richtig, richtig schön und dafür, dass ich ja auch so einfach darüber gestolpert bin und dem eine Chance gegeben hat, hat es mich wirklich gut unterhalten. Band 2 dreht sich dann wohl um einen Hund, um Perry Cole, der eigentlich irgendwie Alchemist ist. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich der Fokus der Geschichte auch ein bisschen umgelegt. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Freue mich da auch drauf. Und ich muss wirklich sagen, mir hat das Hörbuch richtig gut gefallen. Ich kann sowohl das Hörbuch als dann wahrscheinlich auch das E-Book auf jeden Fall empfehlen. Man muss, wie gesagt, diesen Abstrich machen, dass es mitten in der Geschichte mehr oder weniger endet. Es nicht so einen richtigen Abschluss gibt, sondern wahrscheinlich die Geschichte über alle drei Bände dann final erzählt wird. Was ich tatsächlich okay finde, wie gesagt, aber ich glaube, dass das dem einen oder anderen vielleicht nicht so gefallen wird. Ich persönlich hätte es mir auch ein bisschen anders gewünscht, aber ich glaube, dass ich die Reihe dann auf jeden Fall weiter lesen werde, wenn es sie nicht als Hörbuch gibt und freue mich da definitiv wieder nach Ipswich zurückzukehren. Zum nächsten Buch möchte ich eigentlich gar nicht so viel hier erzählen, es aber natürlich nicht auslassen. Es ist das Buch Der Tausend Türen von Gareth Brown. Ja, ich habe darüber bereits im Lesevlog gequatscht und euch da meine highlightige Meinung sozusagen auch schon erzählt. Ihr findet auch den Vlog unten in der Infobox. Ich habe das Buch hier als Rezensionsexemplar, als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist bisher auch das einzige Buch des Autoren, was im Grunde erhältlich ist. Und ich muss sagen, ich mochte diese Geschichte um Cassie, die Buchhändlerin ist, die ein Buch geschenkt bekommt von einem Gast in der Buchhandlung. Das ist dann eben das Buch der tausend Türen, mit dem man so durch alle Türen irgendwie reisen kann, wenn man sie sich vorstellen kann. Und es eben da dann eben doch andere Leute gibt, die hinter den Büchern her sind, mochte ich wahnsinnig gerne. Also für mich war das wirklich ein Highlight. Es war eine coole Idee, es war richtig toll zu lesen, es war locker, es war leicht, es war emotional, es hatte tolle Charaktere. Cassie war wirklich eine richtig, richtig tolle, starke, junge Frau, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, die Stärken hatte, Schwächen hätte, die nicht so overpaced, also so drüber in ihrer Kraft, in ihrer Art war, sondern die eben durchaus auch ihre sehr emotionalen Momente hatten. Ich fand das ganze Charakterbuilding richtig, richtig toll. Ich mochte die Magie in dieser Welt, die eben durch Bücher
übertragen wurde. Ich mochte die Nebencharaktere super gerne. Ich fand es toll, dass wir einen Fokus auf Freundschaft hatten und miteinander hatten und nicht irgendeine Liebesgeschichte im Vordergrund stand. Ich fand auch wirklich, dass die Charaktere sehr empathisch waren, dass sie authentisch waren, dass ich habe die alle ins Herz geschlossen. Also angefangen von Cassie, von Drummond Fox über die Freundin Issy, über den Großvater, über ja, also ich fand das richtig toll. Ich mochte auch wirklich die Nebencharaktere super gerne. Ich fand es toll, dass wir hier so eine Art Urban-Fantasy-Geschichte haben, wo wir natürlich eine menschliche Protagonistin haben, die eben in diese Fantasy-Welt so hineinstolpert. Und für mich, gerade auch weil es zumindest aktuell scheint es so, und es hat auch wirklich ein ganz tolles Ende, Standalone ist, was man ja wirklich nur noch selten zu lesen bekommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man in dieser Welt ja weiter im Grunde Dinge erzählen könnte über verschiedenste Bücher. Aber ich mochte auch diese ganze Idee mit den Büchern super, super gerne. Also all das, was die anderen Bücher können, wer sich das aneignet, auch so ein bisschen das Gut und Böse, was ist eine Motivation dahinter. Also wirklich eine großartige Geschichte, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, die wirklich ein Highlight für mich in diesem Monat war. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, ausführlichere Gedanken, auch eben während des Lesens, dann schaut gerne beim Vlog vorbei, den packe ich euch unten in die Infobox. Alle Daumen hoch, ein wirklich ganz, 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 ganz tolles Buch, was mich wirklich sehr begeistert und ja im Grunde auch geflasht hat und auch emotional sehr berührt hat und ich das gar nicht so erwartet hatte. Aber ja, also natürlich erwartet man immer eigentlich ein Highlight oder eine tolle Geschichte, wenn man ein Buch sich zulegt. Aber dass es mich so kriegt und so einnimmt, das hatte ich eigentlich bei dem Klappentext gar nicht so erwartet. Ja, so viel Emotion sozusagen. Aber ja, schaut selbst in den Vlog, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt. Ich quatsche da auch ein bisschen über meine Füllersammlung und neuen Tinten. Und ja, also schaut da gerne mal vorbei. Findet ihr in der Infobox. Weiter geht es mit einem Hörbuch von Matt Haig, nämlich Die Unmöglichkeit des Lebens. Es war eins der vielen Bücher, die ich von Matt Haig schon gelesen habe. Mit Ich und die Menschen hat alles begonnen. Ein großes, großes Highlight, was auch von mir schon gereadet und auch gehört wurde. Die Mitternachtsbibliothek war für mich ja eher so ein Flop. Ich gehöre da eher in die Tendenz, noch war irgendwie nicht das, was ich mir erwartet habe. Aber hier hat mich definitiv das sehr coole Cover angesprochen und auch der Klappentext, ja, klang einfach gut und ich war sehr gespannt, was es hier so auf sich hat. Ja, wir haben, die Sprecherin ist Leslie Mann und wir haben auch zwei Gastsprecher. Mir hat diese Mischung tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und ich mochte Leslie Morton auf jeden Fall als Sprecherin sehr, sehr, sehr gerne. Wir treffen auf die 70-jährige Grace, die von einem früheren Schüler, also sie war Professorin, sie erhält von ihm einen überraschenden Brief und dieser berührt sie wirklich sehr, denn ja, ihr ehemaliger Schüler ja, ist vom Leben überfordert, hadert so ein bisschen mit dem Leben, mit den Situationen, wie ihm passiert sind und Maurice, also der Schüler, ja, ist da einfach, hat zur richtigen Zeit sozusagen diesen Brief an seine ehemalige Lehrerin geschrieben. Und sie antwortet ihm mit einem sehr ausführlichen, langen Brief und diesen Brief liest sie uns im Grunde vor im Schreiben, also sie wählt auch die Ich-Perspektive und sie berichtet davon, dass ja, ihr Leben auch nicht immer einfach war, geprägt von dem frühen Tod ihres jungen Sohnes, später dann auch von dem Tod ihres Mannes, auch ja, wie es einfach ist, älter zu werden, in Pension zu gehen, ja, wie sich das Leben einfach dann auch verändert hat, wie schwer auch viele Dinge dann einfach für sie waren und ja, erzählt dann eben auch, dass sie überraschend irgendwann einen Brief vom Notar bekommen hat, dass sie von einer früheren Kollegin, mit der sie sich sehr gut verstanden hat, ein Haus geerbt hat auf Ibiza. Und sie ist total überrascht, überlegt auch eine Weile, ob sie das annimmt, reist aber dann nach Ibiza, um sich das Haus anzusehen, diese Umgebung anzusehen und eben ja auch zu dieses Leben sozusagen von ihrer Kollegin einfach mal einzuatmen, aufzugreifen und hier abzutauchen. Und sie reist eben dorthin und erzählt uns dann die Geschichte von dort, von Ibiza, die ja allerhand Probleme hat, diese Insel und ja, dass ihr da auch so ein bisschen was Mysteriöses, Übersinnliches passiert ist. Ich mag Matt Haig wie in dieser Geschichte wirklich mit am liebsten. Wir hatten eine tolle Story, die wirklich ans Herz geht, die zum Nachdenken anregt. Ich fand diesen übersinnlichen Part ein bisschen unnötig, aber sonst hat mir die Geschichte wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Idee,
Sehr gerne. Es gibt viele Momente, die mich hier wirklich auch zum Nachdenken angeregt haben. Zum einen natürlich die berührende Geschichte, die vielen Trauerfälle, Abschiede, die sowohl Maurice als dann eben auch Grace, die uns die Geschichte erzählt, mitnehmen. Ich fand auch diese gewählte Ich-Perspektive richtig gut, weil man als Leser sehr nah an den Gefühlen, den Gedanken, dem Menschen sozusagen dran ist und wirklich das Gefühl hat, dass dieser Mensch gelebt hat und uns eben in einer Art Biografie seine Geschichte erzählt oder wirklich wir diesen Brief, in dem Fall ja auch von Grace, vorgelesen bekommen. Ich fand es spannend, wie wir eben auch diese Ibiza-Reise angehen und hier eben nochmal ein ganz anderes Leben von Grace dann auch kennenlernen. Es geht in dieser Geschichte aber nicht nur um Trauer, sondern natürlich geht es auch um Freundschaft, es geht um ja das Leben, wie man eben weitermacht, wie man älter wird, und natürlich auch so diese Schwere des Lebens, die dann eben wahrscheinlich auch mit dem Alter einhergeht, wenn mehr Verluste kommen, auch dieser Kontrollverlust, wenn man eben dann nicht mehr so im Mittelpunkt seiner Kraft steht. Und ja, das fand ich sehr gut ausgedrückt, sehr gut auch wahrnehmbar und vorstellbar. Und mir ging es ja zum Beispiel beim Buch von Elke Heidenreich Altern auch so, dass sie gesagt hat, sie wartet ja nicht auf den Tod. Sie zieht auch kein Resümee vom Leben, weil es geht ja immer wieder weiter. Und ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwann sagt, so, jetzt bin ich 80 und jetzt warte ich drauf, ja, ich habe alles erlebt. Ja, ich finde es gut, wenn man irgendwann mit sich wahrscheinlich im Reinen ist und Dinge abschließt, aber das Leben sollte man halt erst abschließen, wenn dann wirklich der Abschluss kommt und der wird uns alle ereilen. Also ich fand das auch hier von Matt Haig sehr, sehr gut gemacht. Zudem wird eben auch so ein bisschen über das Klima gesprochen, über die bedrohten Ökosysteme, was gerade sich eben dann auch auf Ibiza dann eine große Rolle spielt und auch so ein bisschen sehr spannend fand ich auch, dass die Schwäche des Kapitalismus angesprochen wurde, wir hier eine wirklich gute Kritik haben, wo ich denke, ja, manchmal müssen wir wahrscheinlich von dieser Art des Denkens als Menschheit abkommen, damit wir alle irgendwie eine Zukunft haben. Ja, es war natürlich schon ein bisschen komplexer, ein bisschen schwerer, aber ich fand das wirklich durch den Stil, durch diese Ich-Perspektive, durch Grace, die das trotzdem optimistisch, meistens positiv gesehen hat, sehr gut gemacht. Der übersinnliche Part, ich hätte ihn, glaube ich, nicht gebraucht. Nee, ich hätte ihn, glaube ich, nicht gebraucht. Aber ich muss sagen, er war mir manchmal auch einfach too much. Und ich glaube, wäre er nicht gewesen, ohne jetzt zu spoilern oder dann näher darauf einzugehen, dieses ganze Mysterium, wäre es wahrscheinlich ein Highlight geworden, muss ich echt sagen, dass es für mich einfach zu viel war, es unnötig war und für mich auch die Geschichte nicht in eine andere Richtung irgendwie gebracht hat. Es passte für mich auch irgendwie nicht so richtig hinein. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Da braucht es nicht nur diese Unterstützung oder was da so passiert ist. Also ja, aber gut, es ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache. Zu den Charakteren möchte ich sagen, dass ich besonders Grace sehr ins Herz geschlossen habe. Sie wurde uns sehr nahe gebracht, sehr ausführlich beschrieben. Wir haben sehr viel Gedanken, Gefühle von ihr gelebt. Ihre Handlungen waren gut nachvollziehbar. Sie wurden auch richtig gut erzählt. Also so dieser ganze Werdegang war irgendwie logisch, nachvollziehbar und menschlich authentisch. Es wirkte nicht zu gehetzt. Das fand ich tatsächlich auch sehr schön. Und ich habe mich tatsächlich sehr mit ihr auch verbunden gefühlt. Auch mit den immer wieder auftauchenden Nebencharakteren. Das fand ich wirklich gut gemacht. Und ja, wie gesagt, es wäre wohl ein Highlight gewesen, wenn dieser übersinnliche Part nicht so da gewesen wäre. Aber das kann ich Matt Haig jetzt wahrscheinlich schlecht sagen. Aber es zeigt mir, dass es Matt Haig doch noch kann, dass er ja Highlights schreiben kann und gute Bücher schreiben kann. Und so werde ich ihm wohl auch zukünftig mal wieder die Chance geben, nachdem ich ja von der Mitternachtsbibliothek und auch von diesem übereifrigen, nee, übervorsichtigen Mr. Grave, das fand ich ja schon ganz schön cringe. Ja, bin ich froh, dass die Unmöglichkeit des Lebens eine tolle Lebensgeschichte zeigt und uns da einfach so ein bisschen mitnimmt, aufmerksam macht und auch wirklich emotional ja, so ein bisschen packen kann und zum Nachdenken anregen kann. Weiter geht es mit dem neuen Buch von David Mishy, Die Katze des Dalai Lama, der sechste Band dieser Reihe, Die Magie der Wünsche. Ich bin ein großer, großer Fan von David Mishy, auch was andere Bücher von ihm angehen, wenn sie sich um den Buddhismus drehen. Ich liebe Die Katze des Dalai Lama und ja, ich bin ein großer Fan.
Mir wurde das Buch dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ich finde die KSH, also die Katze seiner Heiligkeit, einfach nur ein Träumchen. Die Reihe beginnt ja an und für sich damit, dass eben der Dalai Lama in Indien unterwegs ist und auf der Straße ein Kätzchen aufgabelt und diese dann eben mitnimmt und zu sich an den Palast nimmt. Und ja, sie ist seither eben das Leben des Dalai Lama begleitet, über ihn wacht, seine Angestellten auf Trab hält und rund auch die Leute rund um den Palast sozusagen in ihren Bann zieht. Und ich mag diese Geschichte wahnsinnig gerne. Und wir haben immer so ein bisschen verschiedene Schwerpunkte in den jeweiligen Bänden. Und ich muss sagen, ich habe beim fünften Band schon so ein bisschen gedacht, da ging es ein bisschen ums Altern. Da hatte ich schon die Befürchtung, die Katze ist nicht mehr die Jüngste. Was könnte da passieren? Aber es gibt einen sechsten Band, es geht also weiter. Und ich habe mich mega gefreut, zum einen den sechsten Band in Händen zu halten, als dann eben auch in diese Geschichte einzutauchen. Und ich mag die buddhistische Philosophie sehr gerne. Ich fühle mich der sehr nah. Ich finde es toll, was ich da immer wieder entdecken kann, auch hier in diesem Buch. Wurde wieder so mit Begriffen um sich geworfen, wo ich dachte, ah, da wolltest du eh schon immer mal nachschlagen. Und dann ging es so ein bisschen los, dass ich recherchiert habe, mich tiefer eingelesen habe. Es sind 2, 3 Bücher auf der Wunschliste gelandet. Und in diesem Buch ist so der Schwerpunkt ein bisschen auf dem Karma. Was ich sehr spannend finde, denn ich glaube, Karma wird auf unserer westlichen Welt oftmals ein bisschen anders verstanden als im reellen, echten Buddhismus sozusagen. Ich mochte den Ansatz von Seele und ja, wurde auch mal so ein bisschen erklärt, was da der Unterschied ist. Und ich mag auch hier den buddhistischen Ansatz um einiges mehr als den in unserer westlichen Welt, in unserem christlichen Glauben. Es ging hier so ein bisschen darum, dass Gedanken, die man immer wieder im Kopf hat, dass sie auch das Leben und das Handeln beeinflussen können und so ein bisschen in diese Richtung Wünsche an das Universum richten, ob das klappen könnte und wie das klappen könnte und dass wir Menschen aber eigentlich gar nicht wissen, was wir wollen. Das fand ich tatsächlich auch eine ganz schöne Erkenntnis, dass es eben nicht um die nächste Prada-Tasche oder den Lamborghini vor die Tür geht, sondern um andere Dinge. Und besonders diesen Ansatz mit dem, was man denkt, führt zu Handeln und dann eben ja, zum Veränderungen im Leben, das mochte ich sehr gerne. Denn wenn man Dankbarkeit im Kopf hat und wirklich über den Tag immer wieder dankbare Momente hat und wer meinen Lesevlog gesehen hat, weiß auch, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch führe, wo ich mich abends hinsetze und über 3, 4 Dinge mir Gedanken mache, wofür bin ich dankbar, was war gut an diesem Tag und ich merke, dass mir, seitdem ich das regelmäßig mache, auch unter Tage immer wieder diese Gedanken kommen. Und das Schlimme, über was ich mich ärgere, und mittlerweile ärgere ich mich über sehr, sehr wenig tatsächlich. Gut, die Politik mal ausgenommen, aber die kann man ja zu Teilen auch mal ignorieren oder gezielt lesen. Aber wenn ich denke, wie hudelig ich zum Beispiel früher war oder an der Kasse genervt war, wenn es nicht schnell genug ging und dann hat die Dame vor mir vielleicht noch mit dem ganzen Kleingeld bezahlt oder irgendwas, dass mich das heute gar nicht mehr tangiert. Und nicht, weil ich mir in dem Moment sage, so Steffi, bleib ruhig, atme 3-mal durch. Nein, ich muss gar nicht mehr atmen, weil es mich tatsächlich einfach nicht mehr interessiert. Weil ich einfach für so viele Dinge am Tag dankbar bin, dass mir diese halbe Minute, die das länger dauert, ich am Ende vielleicht sogar für die dankbar bin, weil wer weiß, für was es gut ist. Ein kleines Beispiel noch, so aus dem Leben. Wir waren mal mit dem Auto auf einer längeren Autofahrt unterwegs und meine Begleitung hat eine recht kleine Blase und innerhalb von, ich glaube, 2,5 Stunden, 3 Stunden haben wir 2 Toilettenpausen gemacht. Und da war ich schon so ein bisschen, ach Mensch, wir haben noch eine längere Fahrt vor uns und wenn wir jetzt alle 1,5 Stunden hier anhalten und ja. Und dann geschah es aber, wie es manchmal so ist, dass wir ja, im Grunde zu einem Unfall aufgefahren sind in den Stau und wir dann auch gesehen haben, wie dieses Auto, ja, im Grunde leider nicht sehr gut auf der Straße lag und ich tatsächlich dann gesagt habe, ich bin dir so dankbar, dass du so eine kleine Blase hast, denn hätten wir vielleicht nicht diese 2 Pausen gemacht, wer weiß, wären wir da vielleicht gewesen. Und ich weiß, dass es diese Momente sehr häufig im Leben gibt. Und ich deswegen schon denke, was man mit den Gedanken macht, das führt zu Handlungen, das führt zu dem, was wir bewusst machen, was in uns übergeht. Und
Ich mag diesen Ansatz einfach sehr, sehr gerne. Und wie ihr merkt, auch der sechste Band hat mir wahnsinnig gut gefallen. Denn ich finde die Themen immer wieder richtig gut. Ich mag die Art, wie David Michi über diese buddhistische Philosophie spricht, wie er das aufgreift, wie er das einbaut, wie Gespräche hier zustande kommen. Egal, ob der Dalai Lama direkt involviert ist, ob die Menschen drumherum diese Gespräche führen, ob die KSH im Grunde zum Nachdenken anregt. Ich mag das. Ich mag ihren Blick, also der Katze, auf die Welt. Ich mag, wie sie Dinge wahrnimmt, wie sie Gespräche einordnet, wie sie sich Gedanken darüber macht. Und jetzt kann man wahrscheinlich darüber streiten, ob Katzen die buddhistische Philosophie spannend finden oder nicht. Aber ich finde, wir haben hier ein ganz tolles Vehikel sozusagen, um über dieses Thema zu sprechen. Und ich mag es, umso mehr gefühlt David Michi in dieses Thema hineingeht und umso länger er davon überzeugt ist und das lebt, was er schreibt, umso lebendiger fühlen sich auch seine Geschichten an. Und ich liebe die Katze des Dalai Lama seit Band 1 und ich glaube, ich bin mit ihm einfach mitgewachsen in diesem Thema. Jetzt kommt gerade die Sonne, es tut mir sehr leid, ich decke mich mal so, beschatte mich mal ein bisschen mit dem Buch. Und ich bin da einfach mitgewachsen und ich verfolge die buddhistische Philosophie schon viele, viele, viele Jahre und fühle mich da schon sehr, sehr lange auch zu Hause. Und man sollte, glaube ich, schon eine Spur offen sein, damit einem diese Geschichte gefällt. Man sollte es aber nicht irgendwie als Religion betrachten, sondern schon so ein bisschen auch, wie es David Michi, ich weiß nicht mehr, ob es der erste oder zweite Band war, von der Philosophie gesprochen hat. Und auch ein Dalai Lama spricht ja oft von einer Philosophie und das mag ich tatsächlich viel lieber. Als diese Stringente, das ist eine Religion und da muss man sich dran halten und ach, sonst kommt man in die Hölle. Was ich übrigens einen ganz schwierigen Ansatz finde, aber jeder, wie er möchte. Ne? Also da bin ich auch sehr tolerant und es kann jeder glauben, was er möchte, solange es eben keinen anderen irgendwie Leid zufügt. Und ja, für mich ein Highlight, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ein toller sechster Band und ich hoffe, dass es noch ein paar Geschichten rund um die Katze seiner Heiligkeit geben wird. Kommen wir nun zum letzten Buch des Monats und so viel verrate ich, es ist auch wieder ein Highlight und zwar ist es Gib mir etwas Zeit von Harpe Kerkeling, das neue Buch von Harpe, was natürlich bei mir als Hörbuch einziehen musste, denn ich mag es einfach, wie er seine Geschichten vertont. Ja, manch eines steht, ich glaube hier irgendwo, dann auch in haptischer Form, aber ich musste es einfach hören, denn er spricht es selbst und ich mag das einfach wahnsinnig gerne und es wird vermutlich dann demnächst auch als echtes Buch bei mir einziehen, aber erstmal habe ich gelauscht und gelauscht und gelauscht und ich fand das großartig. Ja, die Geschichte beginnt, dass Harpe uns erzählt, dass er während der Corona-Pandemie so ein bisschen auf Ahnenforschung gegangen ist, er ist da über ein Gerücht von irgendeiner Großmutter gestolpert und könnte sie adeliges Blut haben und wie könnte das sein? Und er macht sich so auf die Suche, erzählt uns anfangs auch so ein bisschen seinen Weg, auch wie einfach es mittlerweile eben auch ist, im Grunde hier zu recherchieren, hier von einem zum anderen zu springen und wirklich weit zurückzukommen. Und er erzählt uns so ein bisschen die Geheimnisse seiner Ahnen. Das bringt uns zum Beispiel in das blühende Amsterdam des 17. Jahrhunderts, eine Stadt, die er selbst als Kind schon richtig toll fand, als er noch mit seinen Eltern dort war. Und er erzählt uns eben hier die Geschichte zum einen seiner Ahnen. Also er nimmt uns in verschiedene Jahre, Zeiten, Jahre, Jahrzehnte rückblickend mit, erzählt da die Geschichte von einem Verwandten und ja, ich glaube, dass nicht alles so wirklich passiert ist, aber er nimmt eben Echtes aus dieser Zeit und sagt, wie könnte dann wohl alles drumherum gestrickt gewesen sein. Anhand dieser doch wahrscheinlich etwas trockenen Daten erzählt er uns eine sehr spannende, coole, manchmal lustige Geschichte mit all diesen Merkwürdigkeiten, die die Zeiten einfach mit sich gebracht haben. Gleichzeitig erzählt er uns aber auch aus seiner Kindheit, aus den 1970er Jahren, dann eben auch zu seiner Höchstzeit in den 1980er und 90er Jahren in Deutschland und erzählt uns tatsächlich von der Pandemie, über die wir gar nicht mehr sprechen, denn ich glaube, es hat eben zur damaligen Zeit in den 80er Jahren nur einen sehr geringen Anteil an Menschen betroffen. Es geht um die HIV-Pandemie Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, der ja auch viele Stars und Prominente zum Opfer gefallen sind. Es hat im Grunde ja nur die Hälfte der Menschheit betroffen, denn wirklich hoch betroffen oder Hochrisiko waren ja Männer und vor allem Männer, die eben homosexuell waren, sind.
Und er erzählt eben davon, wie ja, dass so diese Welle hier angekommen ist in Deutschland, welche Gedanken er sich schon als homosexueller Mann gemacht hat, wie das Freundschaften und Beziehungen auch irgendwie verändert hat. Und ja, er erzählt uns, dass er eben oft vor der Kamera stand, gelacht hat, Witze gerissen hat, seinen Charme spielen hat lassen und gleichzeitig es im Privaten nicht immer so einfach war. Und ich muss sagen, ich habe etwas anderes erwartet. Also ich dachte tatsächlich, dass das wieder so ein bisschen ein lockerer, aber natürlich schon tiefgründiger Habe Kerkeling wird, dass er uns viel in die Vergangenheit mitnimmt. Ich hatte nicht mit der eigenen Geschichte von Habe gerechnet, die ja tatsächlich nicht so einfach war. Na, wer seine anderen Bücher kennt, weiß ja auch, wie seine Kindheit verlaufen ist, wie früh er seine Mutter verloren hat und wie er aufgezogen wurde und ja, wie er dann im Grunde auch im Showbusiness gelandet ist und dass das eben auch nicht immer leicht war, spätestens als er dann zwangsgeoutet wurde und damals einfach das deutsche Fernsehen noch überhaupt nicht bereit war, so etwas aufzunehmen. Heute habe ich das Gefühl, dass die Welt schon ein bisschen toleranter ist oder zumindest Deutschland ein bisschen toleranter. Zumindest in meiner Bubble ist das so. Ich weiß, dass es nicht überall so ist, aber ich versuche, ja, versuche immer das Gute im Menschen zu sehen. Ich fand die Geschichte, trotz dass sie anders war, als ich erwartet habe, einfach großartig. Also ich mochte die Rückblicke in die Vergangenheit, ins 17. Jahrhundert. Ich mochte die vielen Geschichten von den Vorfahren, von den Ahnen, ja, welche Probleme sie hatten, was da irgendwie, dass man sich nicht gewaschen hat, sondern mit Leinentüchern, die pudiert waren, so, also voll Puder waren, im Grunde irgendwie gereinigt hat und welche Wandlungen es gegeben hat in der Zeit. Er erzählt uns auch zu Kapitelanfängen, so habe ich es zumindest im Hören wahrgenommen, auch so verschiedene Wappen und Flaggen und was das irgendwie so auf sich hat, wenn das eben irgendeine Bedeutung hat. Und ich mochte auch den Gegenwartsteil, also seine Geschichte, die eben von seiner Kindheit erzählt, von der Liebe zu den Niederlanden und ja, wie eben auch das Fernsehen war und das Radio und wie da so sein Leben war und wie schwer er auch Zeiten erlebt hat und durchgemacht hat. Und was ich sehr gut fand, ist, er beginnt zwar mit diesem Corona-Thema, erzählt da aber nicht sehr viel drüber. Also er zieht manchmal Vergleiche zu den 80ern und zu jetzt, dass es da eben auch schon Leugner zum Beispiel in den 80ern gab, die gesagt haben, HIV/AIDS gibt es überhaupt nicht, dass es sowas ja dann im Grunde auch gab. Ich glaube, umso aufgeklärter wir sind, umso mehr medial wir wahrscheinlich unterwegs sind, ja, umso vernetzter die Welt ist, umso einfacher ist es wahrscheinlich, um irgendwelche Informationen herzubekommen. Es war in den 80ern natürlich nochmal was ganz anderes, als es jetzt heute war, als bei uns dann Corona ausgebrochen ist. Ich fand es wirklich spannend. Ich fand es toll erzählt. Ich fand es sehr emotional an vielen Stellen. Ich fand es wahnsinnig tiefgründig. Und ja, das kennen wir schon auch von seinem Jakobsweg, dass er da sehr in sich hineingehört hat. Das hat er hier auch gemacht. Und was ich ganz oft gedacht habe, ist wirklich verrückt, wie jemand, der das erlebt hat, also angefangen von seiner Kindheit, über Dinge, die ihm dann eben auch als junger Erwachsener passiert sind oder anderen um ihn herum passiert sind, das ihn ja aber betroffen hat, wie konnte er zu dieser witzigen, mit Charme Person werden, an die ich mich erinnere in meiner Kindheit? Was habe ich über Habe Kerkeling gelacht? Was lache ich auch heute noch, wenn ich alte Sketche sehe? Und ja, die sind vielleicht nicht alle gut gealtert, sei es mal dahingestellt, aber so, wenn man sie in den Zeitgeist und in diesen Kontext setzt. Und es bestätigt sich wieder, dass ganz viele komische, lustige Menschen, Comedians, dass die im da einfach eine Rolle spielen. Und das beschreibt er ganz häufig auch darin, dass er manchmal einfach sein Bühnenprogramm abgespielt hat und wahrscheinlich keiner gemerkt hat, dass er gerade trauert, dass er traurig ist, dass ihn Dinge beschäftigen und dass er eigentlich mit seinem Kopf, seinen Gedanken, Gefühlen woanders war. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Also, ja, wir Menschen spielen schon alle irgendwie eine Rolle. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, wenn man auf die Arbeit geht, ist man die eine Steffi, bei den einen Freunden ist man die andere Steffi, zu Hause auf der Couch ist man nochmal jemand anders, trifft man neue Menschen, ist man auch wieder eine andere Steffi. Natürlich ist alles das dieser eine Mensch, aber man hat natürlich gewisse Dinge, die man den einen zeigt, den anderen vielleicht weniger, die einen Stärken eher dort hat, dafür auch mal da Schwächen zeigen kann. Und ich fand das faszinierend. Also ich war wirklich total gebannt an diesem Hörbuch, geklebt. Ich fand es super spannend. Ich mochte auch diese Ahnenforschung, diese Gedanken, wie er seine ganze Verwandtschaft kennengelernt hat, wie er
seine Wurzeln sucht. Das fand ich so interessant. Und auch bei mir in der Familie wurde mal nach Ahnen geforscht, mütterlicherseits. Und in den, ich weiß nicht mehr, 70er Jahren war das, oder vielleicht waren es auch 80er, muss mal kurz nachdenken, klar, war auf jeden Fall nochmal vor meiner Geburt. Und es war total faszinierend, wenn man eben so von Standesamt zu Standesamt geht und dann eben in diesen Regionen dann auch nach Tageszeitungen sucht und was da so passiert ist. Und es war natürlich viel, viel schwieriger, als es heute wäre. Und was da schon Cooles irgendwie ans Licht gekommen ist, wo man denkt, ah, okay, super, ne? Auch da und da gehören wir also irgendwie hin. Und bei uns ging dann der Stammbaum in den 16. Jahrhundert irgendwie Richtung Frankreich. Also super interessant. Habe ich natürlich also gar keinen Bezug mehr dazu, ne? Aber es ist einfach spannend, so ein bisschen seine Wurzeln zu kennen. Und das hat mich sehr auch mit Habe Kerkeling so verbunden. Also ich habe sein Interesse total nachvollziehen können, auch wenn ich jetzt, glaube ich, nicht so die große Muse hätte, bei mir alles zurückzuverfolgen. Aber ja, ich fand es wirklich toll, wie er das gemacht hat und wie er das mit seinem eigenen Leben gemacht hat und Dinge festgehalten hat in diesem Buch. Und ich fand das wirklich großartig. Also es war wirklich ein Habe, wie ich ihn nicht erwartet habe, aber dankbar bin, dass er diese Seite zeigt, dass er gefühlsmäßig sich wirklich irgendwie auszieht und uns trotzdem unterhält und trotz der schweren Themen immer wieder eine Lockerheit hineinbekommt, uns emotional packt, dann aber auch was zum Schmunzeln dabei hat. Und ich finde, das zeichnet Habe einfach aus. Und ich finde, der Mann gehört einfach ins Fernsehen. Und ich hoffe, dass wir ihn da irgendwann mal wieder in einer etwas größeren Rolle irgendwie wahrnehmen, weil damals die Shows mit ihm, die waren wirklich großartig. Also ich habe ihn super gerne geguckt. Und ja, wer weiß, ob das heute alles so funktionieren kann. Wie gesagt, manches ist ja auch nicht so gut gealtert. Anders funktioniert die Zeit einfach heute. Vielleicht ist seine Stärke jetzt einfach Geschichten zu erzählen, zu schreiben und mich hier mitzunehmen. Also gebt mir jetzt etwas Zeit. Wirklich ein Highlight von mir. Große, große Empfehlung. Hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Und die Sonne wird immer heller und krasser und bringt mich hier zum Strahlen. Ja, da hätte ich ja gar keinen Oktoberurlaub buchen müssen, wenn ich geahnt hätte, dass wir noch so einen goldenen Herbst irgendwie bekommen. Wobei es soll ab nächster Woche schon echt kalt werden. Da bin ich froh, wenn ich in warmen Gefilden liege. Ja, das waren sie nun, die zweite Hälfte meines Büchermonats, der insgesamt 17 Bücher beinhaltet hat. Ich hoffe, ich konnte euch das ein oder andere Buch ein bisschen schmackhaft machen oder euch auch vor einem Kauf bewahren. Schreibt mir super gerne euer Highlight oder auch euren Flop des Monats mal unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Oder auch, wenn eins der gelesenen, gehörten Bücher von mir auch irgendwie euch in diesem Monat begleitet haben. Schaut auch super gerne in den Lesevlog nochmal rein, wenn euch da das Highlight näher interessiert, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich, ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.